Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 16. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Unserem Planet Erde wird von Labrum bestrahlt. Dieser Stern Labrum ist nichts anderes als der goldenen Becher. Manche sagen sogar, das ist die heilige Gral. Die Geschichte dazu ist, Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, hier ist dieser goldene Kelch, fliege zu Brunnen und bring frische Wasser zu Zeus, aber beeile dich. Die Rabe flog davon mit diesem goldenen Becher zur Wasserquelle und unterwegs findet er ein Feigebaum. Er hat Lust gehabt von diesem Feige zum Essen. Die Feigen waren aber noch nicht reif. Und die Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren, dann hat davon gegessen und erst dann sind davon geflogen und kehrte zurück mit diesem goldenen Becher, mit diesem Quellwasser. Apollo, der Sonnengott, fragte den Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, du sollst dich beeilen. Und die Rabe sagte zu Apollo, weißt du, ich kann nichts dafür, da war der Wasserschlange, dieser Hydra, und sperrte mir den Weg. Er ist schuld, dass ich zu spät kam. Apollo, der Sonnengott, erkannte diese Lüge. Und als Strafe hat alle im Himmel gesetzt, auch die Hydra, diese Wasserschlange, auch der Rabe, auch diesem goldenen Kelch, diesem goldenen Becher. Und die Rabe muss jeden Tag anschauen, auch die Wasserschlange und auch diesem goldenen Kelch, damit er immer erinnert auf seine Lüge. Und das ist diesem goldenen Kelch. Mit diesem Kelch hat die Rabe die Quellwasser geholt. Gegenüber ist die Quelle, Achenar, das Ende des Flusses. Und genau in die Richtung bewegt sich gerade der Mond im heutigen Tag. Also wir haben auch die Quelle. Das heißt, Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen, hat eine abnehmende Mondphase, morgen trifft mit die Sonne, also das heißt, es wird Neumond sein und genau in diesem Bereich befindet sich die Sternbild Fluss Eridanus und das Ende des Flusses befindet sich Achenar. Und diesem Stern, Achenar, heißt auch übersetzt Ende des Flusses. Und hier liegt die Quelle. Bei arabischen Astrologie ist auch die Mondhaus, das Wassereimer, von diesem Quellwasser etwas zum Schöpfen. Und das ist die schöpferische Kraft. Oder ich könnte sagen, unserem Intuition oder unserem Inspiration. Und das natürlich in die heutigen Erdebewegung, also unserem Planet Erde bekommt diesen Einfluss von diesem goldenen Becher und die Mondbewegung zeigt auch diese Quelle, das Ende des Flusses. Es ist nicht nur diese Quelle, sondern Ende des Flusses bedeutet auch, etwas im Fluss zu bringen und das Ende sehen, also Ziele setzen. Aber nicht nur das beeinflusst unseren heutigen Tag, sondern Skat bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Und Skat
bedeutet übersetzt ein Wunsch. Also heute dürfen wir auch etwas wünschen. Nochmal, ein Stern hat einen Einfluss auf die Mondbewegung. Warum ist so viel Sternen, was die Mondbewegung beeinflusst? Weil die Mond bewegt sich schnell, etwa 13 Grad, die Tagesbewegung des Mondes. Daher kommt es, dass mehrere Sterne einen Einfluss haben auf die täglichen Ereignisse. Markab bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Und Markab ist ein Stern in Sternbild Pegasus. Und diesem Sternbild Pegasus ist nichts anderes wie dieser geflügelten Pferd. Und das hat die Geschichte mit Andromede und Perseus etwas zu tun. Befreien von Ängsten. Wir brauchen diese Leichtigkeit, diese Flügel. Also hat auch einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Was ich aber betonen möchte, das ist diese Quelle. Wir brauchen eine Quelle und das liegt an unserem Inneren. Und das ist unsere Intuition. Und was wichtig ist, Skat, und das ist ein Glücksstern und bedeutet ein Wunsch. Also es ist wichtig, dass wir Ziele haben, dass wir Wünsche haben. Und das ist die heutige Botschaft. Und was noch wichtig ist heute, ein Traum. Mond hat mit Neptun eine Konjunktion. Und Konjunktion bedeutet, wenn zwei Planeten oder Sonne und Mond in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen. Und so ist es heute. Mond und Neptun stehen in Verbindung. Das heißt, sie wirken zusammen. Mond und Neptun haben eine ähnliche Essenz. Beide haben mit Gefühlen was zu tun, beide haben mit Wasserelement was zu tun und beide haben mit Träumen etwas zu tun. Die Traumbilder, das ist typisch Neptun-Energie. Das ist die Fantasie, das sind die Träume, diese Bilder, diese Bildhafte. Natürlich die Märchen, Mythen, das sind auch, diese Inspiration ist auch Neptun-Energie. Also hat ein Einfluss auf unsere Träume. Und Mond herrscht über unsere Träume, herrscht über unsere Unbewussten. Das heißt, durch diese Verbindung entstehen auch Traumbilder. Also nicht wundern, wenn gerade wir eine wichtige Botschaft bekommen über Träume. Und das muss ich auch betonen. Bei Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke und wir haben Traumbilder. Aber diese Träume haben keine Bedeutung. Wir können das auch nicht wie eine Geschichte erzählen. Das ist so durcheinander. Das müssen wir auch nicht betonen. Aber es gibt immer wieder Träume, was eine Geschichte erzählt, wo wir auch erinnern. Und diese Träume haben eine Bedeutung. Natürlich ist das sinnbildlich, das ist eine Blumensprache. Aber das kann man entziffern. Und diese Träume sind nichts anderes als die Sprache der Seele. Wenn wir schlafen, dann natürlich haben wir einen Zugang auf unserem Unbewussten. Und unserem Unbewussten spricht zu uns. Und das sind die Traumbilder. Wenn da Interesse besteht, die Traumbilder zu deuten, dann bin ich schon die richtige Ansprechpartner, weil ich habe sehr gute Gefühl dazu oder Talent dazu. Wie soll ich das beschreiben? Es ist kein Bücherwissen, sondern ich weiß das intuitiv, was die Träume bedeuten. Und die Traumdeutung, das biete ich auch an, nicht in diesem Kanal, sondern in meinem anderen Kanal. Und das heißt orientalisches Liebesorakel. Da habe ich die Traumdeutung. Dann erkläre ich, was die Traum bedeutet. Und damit es auch bildhaft ist, lege ich noch eine kleine Legung dazu und so ist es rund und so kann ich das erklären, was dieser Traum sagt, was das bedeutet und ich verstehe die Träume und ich kann das erklären, was das sagt. Das ist ein Angebot von mir, Traumdeutung.
Und das waren die Einflüsse von Sternen und schauen wir an, wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Für die Fischengeborenen ist wichtig heute etwas verinnerlichen. Eher zurückhaltend sein, nach innen schauen. Sie bekommen eine Botschaft, entweder durch einen Traum oder, das sagt die Intuition, die Seele spricht. Und das sollen sie, die Fischengeborenen, lauschen, weil daran liegt die Wahrheit und das ist diese Weisheit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Veränderungen, möglich Einflüsse von außen. Mars und Uranus steht noch in Verbindung. Es ist eine schöne Verbindung. Entweder ist die Kraft und Mut da, etwas in Bewegung setzen, verändern, verbessern oder eine männliche Person hilft gerade. Also das sind schöne Einflüsse auch von außen. Ein Gespräch über die Liebe, eine Begegnung oder eine Nachricht ist zum Erwarten. Das Thema ist Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben ein gutes Gefühl. Sie sollen auch auf die Traum hören und das Umsetzen in Realität. Wichtig ist nicht nur die Finanzen und Werte und Wertschätzung, sondern klärende Gespräche oder eine Versöhnung. Oder die Liebe, Partnerschaft, das kommt in Ordnung bei den Stiergeborenen und sie haben schöne Einflüsse von außen und das kommt auch in Form. Sicherheit, Stabilität, ein gutes Gefühl. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher und sollen auf ihren Gefühlen achten. Wenn das zu viel ist, zu hektisch ist, verlieren die Zwillingsgeborenen die Gleichgewicht. Sie brauchen auch die Ruhe momentan. Dann kommt alles in Bewegung und beruhigt sich alles und das ist schön und harmonisch. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und in die Liebe Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben das Gefühl, es kommt endlich etwas im Fluss. Sie sollen auch intuitiv handeln. Es ist auch ein Reinigungsprozess oder eine Heilung. Es geht auch besser. Die Gespräche können unangenehm sein. Es ist schwierig momentan, jemanden überzeugen von ihren Vorhaben oder ein klärendes Gespräch zu führen. Also lieber schweigen und auf dem Gefühl hören, auf die Intuition hören. So kommt alles in Harmonie, in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Löwengeborenen haben auch die Kraft und den Mut, etwas verbessern, verändern. Und es gilt nicht nur in der Liebe, Partnerschaft, sondern auch im Beruf, Berufung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen spiegelt etwas im Leben. Sie sollen auf die inneren Gleichgewicht achten, auf die Harmonie achten oder harmonische Bindungen suchen, etwas klären oder etwas bereinigen, für etwas entschuldigen. Es sind wichtig, die Wahrheit und klärende Gespräche zu führen. Etwas klärt sich auf. Aber die Jungfraugeborenen sollen nicht nur warten, dass diese Kontakte kommen, sondern etwas selbst, diese Schritte zu machen, auf anderen zuzugehen. Und so bekommt die Klarheit, so kommt die Klarheit und so kommt auch die Harmonie. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen spiegelt auch etwas im Leben. Das sind die Gespräche und Thema Liebe, Partnerschaft. Die Waagengeborenen haben diese Bedürfnis nach Kontakt, nach Liebe, Partnerschaft. Aber das wäre jetzt ein Fehler, warten auf eine Nachricht, sondern es ist viel wichtiger, dass die auf anderen zugehen. Weil so kommt die Verbindung, so kommt die Versöhnung, sonst führt es zu Missverständnissen. Also auf anderen zuzugehen, die Gespräche suchen
oder über Gefühlen zum Sprechen, so ist die Kontakt, so ist auch die Harmonie. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen kommt etwas im Fluss. Chancen, Möglichkeiten sind da. Und auf die Sterne achten. Ein Wunsch, ein Traum kann eine Bedeutung sein. Und intuitiv, Handel nach Gefühl. Und dann kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützen Geborenen haben Kraft und Mut, etwas zu verändern. Diese Veränderung kann die Liebe, Partnerschaft sein, aber kann auch die beruflichen Situationen sein. In beiden Lebensbereichen sind die Chancen da, etwas zu verbessern. Eine Reise kann auch eine gute, eine Bedeutung haben bei den Schützengeborenen. Entweder nach Ausland gehen oder kommt ein Besuch von Ausland oder die ausländischen Kontakte. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen verspüren auch die Sehnsüchte, die Wünsche und sie sollen heute auch etwas wünschen, auf die Träume achten, weil so kommt das in Form und auch wenn das nicht so vertraut ist, diese Träumereien, wie bei den Fischengeborenen, aber das, was etwas sagt, gerade für die Steinbock-Geborenen, das auch ernst nehmen, das sind auch wichtige Botschaften. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen verspüren die Leichtigkeit, die Bewegung. Sie sind auch wahrgenommen. Sie haben auch einen Aufstieg, nicht nur beruflich, sondern sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und ich möchte noch die Blitzberatungen empfehlen. Oft gibt es Fragen im Leben. Was auch wichtig ist, wie zum Beispiel, bekomme ich diese Arbeit, soll ich mich umziehen, ist diese Reise gut für mich, liebt er mich noch, denkt er an mich? Und diese Fragen braucht man nicht viel Zeit, das zu beantworten, geht auch schnell. Und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Und es funktioniert per E-Mail. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Sie können das auch ausführlich schreiben. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Heißt auch Blitzberatung. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.